Heute, was geht ab, Leute, Hunger? Wir starten mit einem Chanerga. Und danach muss ich erstmal zur Bank und einkaufen und dann schauen wir mal, was heute so geht. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Alola-Eier am Start. Hoffe dann natürlich auf den Vogos. 14,21. Ein paar Rates kann man mitnehmen und dann solche Sachen hier fangen, wie Chanerga eben. Ja, also auf geht's. Bevor es zum Penny geht, haben wir hier noch zwei Nocturn, Kickli meine ich. Also hier ein und dann wieder bei den Stühlen noch ein Kickli. Das Event geht auf jeden Fall krass ab. So. Perfekt. Also eigentlich brauche ich die nur für den Kleinen, damit die Glücks werden können. Aber auf zum nächsten, der ist gleich hier. So, ich hoffe, ich bin nicht zu nah beim Kickli angekommen, aber wir haben hier erstmal ein Ei. Ich glaube, es sind natürlich mehrere Eier. 2,66 vielleicht? Nein, leider nicht. Und? Alter, noch ein dicker. 2,52, wir steigern uns. Das Kickli ist ein Stückchen da hinten. Das ist das Kickli, perfekt. Und danach geht es zum Penny. Naja, zwei Eier muss ich auch wieder auffüllen. Direkt immer auffüllen. Nicht, dass man dann aus Versehen an Stops dreht. Ich habe gerade an den Stop gedreht. Aus Gewohnheit. Das geht natürlich nicht, weil sonst kriegt man ein normales Ei. Wir wollen ja die Alola-Dinger hier ausnutzen. Hier. Tobi, wer mir ein Ei bringt, er bringt mir auch ein Ei, perfekt. Direkt wieder zünden. Ja, und wie ihr sehen könnt, wir haben gleich noch ein paar Eier am Start. In 300 Metern das letzte 5er und danach habe ich nur noch 7er. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal zum Penny. Okay, so 10 Stunden später gefühlt. Ich bin wieder an derselben Stelle hier bei den roten Stühlen bei mir. Wir haben hier einen Lapras. Das erste für den Kleinen. Ja, zeige ich mal, was ich heute so gemacht habe. Eigentlich nur Eier brüten. Oh. Trotz goldener Berge. Ein paar Eier brüten. Die Ergebnisse schauen wir uns gleich an, blende ich dir dann ein. Ich bin zufrieden, kann man sagen. So, und bam, drinnen. Das erste Lapras. Das Event geht schon ab, vor allem für neue Accounts. Also hier bei dem Event sollte man Gen 1 Pokédex echt voll machen. Bam. So, das waren ein paar Eier und jetzt blende ich noch das letzte und wichtigste Ei ein. Wahrscheinlich hier oder hier. Ich mache es immer falsch. Ich muss nur abschätzen, ich weiß nicht genau wann es schlüpft, ich kann es nur abschätzen, aber bam, es ist Tauros. Pokédex, Kanto-Region, Gen 1 komplett, endlich. Nach über 2 Jahren, wir hatten ja im Juli das 2-jährige Jubiläum,
Und jetzt ist schon September. Über 2 Jahre hat es gedauert, bis Jet 1 komplett ist. Schauen wir uns mal kurz meinen Taugos an. Es ist grottenschlecht. Aus Graz. Aus Graz. Wen kenne ich in Graz? Abgesehen von Puki, den ich nicht kenne. Ich glaube Pumping Werner. Schau dann an dich, Werner. Ich glaube, das ist von dir. 18 Bonbons. Bei weitem nicht genug, um den auf Max zu pushen. Ist ja aus dem Ei. Level 20 braucht 248 Bonbons. Aber hier der ID-Check. Zweiter Satz. Also schon mal sehr schlecht. Attack. Good Stats. Das ist, keine Ahnung, Mann. Unter 13. Also Gott denn schlecht. Aber Pokédex Gen 1 Kanto voll 151. Können wir kurz durchschauen. So. Pogenta natürlich, Kangama auch, durch die Events. Pantimos, unser regionales. Und Tauros. Bam. 1 von 1. Oh ne, 1 von 2. Einen habe ich in der Arena gesehen. So. Jetzt stellt sich mir die Frage. Ich habe hier immer noch 9x7 Kilometer drin. Ob ich eigentlich weiter brüten will. Weil da sind echt eine Menge Sachen drin, die schlecht sind und die ich gar nicht haben will. Und Tauros ist halt so selten, dass ich da noch einen schlüpfe, ist halt ziemlich Glückssache und ziemlich verschwenderisch, da die ganzen Inkubatoren zu aktivieren und da durchzugehen. Deswegen überlege ich, ob ich nach diesem Batch, nach dieser Session dann gar nicht weiter brüte. Ich meine, mit Tangela bin ich noch zufrieden, aber Kangama und Pogenta brauche ich so gar nicht. Die habe ich beide auf Max 100 schon. Pantimos natürlich nicht. Das ist unser regionales. Davon den Alola-Sachen, da kommen dauern. Brauche ich nicht. Mauzi auch. Von denen habe ich einen 100er. Slime habe ich auch sehr oft. Von denen habe ich jetzt schon 3 98er. Was mich natürlich freuen würde, immer noch Vulpix. Ne, Dickter. Sandan habe ich. Ich habe gerade Sandan mit Dickter verwechselt. Vulpix, Dickter und Kleinstein. Die 3 und Tangela. Das wären 4. Der Rest ist eigentlich sehr schlecht. Da muss ich mir noch überlegen. Aber schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch aussieht. Habt ihr schon Tauros? Oder habt ihr das, was ihr braucht? Das hatte ja nicht jeder Kangama und Pogenta. Wie sieht es mit der schlechten Ausbeute aus? Also habt ihr viele Sachen, die euch nicht gefallen? Zum Beispiel Pantimos oder ein paar Alola-Dinger. Aber jetzt zum Abschluss noch, habe ich mir gedacht, weil ja das Kanto-Event läuft, Kanto-Bonus, wie auch immer, und es ziemlich offensichtlich ist, dass demnächst Gen 4 kommt und die Gen 1 abschießen wollen, sodass jeder halt wirklich Gen 1 komplett hat, muss ich das natürlich auch machen. Und ihr wisst ja, ich will ja jeden auf Max pushen. Und da habe ich gesehen, mir fehlt gar nicht mehr so viel von Gen 1. Und es läuft jetzt ungefähr noch 2 Wochen. Ich versuche da ein paar durchzubringen und auf Max zu pushen. Und da mein Ziel zu erreichen und einfach erstmal Gen 1 komplett auf Max gepusht zu haben. Ich fange mal heute an mit Pantimos. Unser regionales. IV-Check für euch. Bester Satz. KP, Angriff, Defense, 15, 100%. Und los geht's. Also ich habe sogar eine Quest dafür, perfekt. Also ich habe echt nachgeschaut, es fehlen so um die 20. Aber ich habe ein paar ausgeschlossen, das sind die Weiterentwicklung bekommen. Sprich zum Beispiel Onyx und Sichlor, habe ich jetzt nicht gezählt als die von Gen 1, die mir noch fehlen auf Markt. Und zum Beispiel auch Magma, Electric, sowas, habe ich auch nicht gezählt. Weil die kriegen ja noch Weiterentwicklung, die zählen dann für die nächste Gen. Aber so pur Gen 1 fehlen mir noch um die 20. Das heißt, es ist theoretisch schon machbar, da bis zum Evente eigentlich alle durchzumaxen. Und da den größten Teil von Gen 1 dann auf Max zu haben. So. Aber hier erstmal unser Aushängeschild Europas. Mr. Mime. Pantimos. Und die Frage ist ja, wie lange der noch regional bleiben wird, weil er kriegt ja eine Vorentwicklung. Pantimimi. Und ja, das wäre dann schon irgendwie seltsam, ein regionales Baby zu haben. Oder ein regionales mit Entwicklung. Weil regionale haben eigentlich keine Entwicklung. Wir werden sehen, was mit Pantimos passiert. So. Ja, der war doch gar nicht so hoch, wie ich dachte. Ich dachte, ich hätte eigentlich einen relativ hohen gehabt.
relativ hoch, meine ich, über 30. Aber der war auf jeden Fall nicht über 30. So. Ja, das dauert noch. Leider länger als gewollt. Was kann ich euch denn erzählen? Event läuft ganz gut bei mir. Macht Spaß, echt rauszugehen und da ein paar seltene Pokémon zu fangen. Während des Events sind die ja nicht selten, aber Kikli, Nocturne, Lapras. Ich habe noch keinen Galaxo Wild gesehen, leider. Nur sowas. Und Schlurp. Schlurp war ich auch ein paar für den Kleinen. Aber sonst ist cool. Aerodactyl habe ich auch nicht gesehen. Den könnte ich auch gebrauchen. Also hauptsächlich Kikli und Nocturne. Aber wie gesagt, Schlurp, Galaxo und boah, was war Aerodactyl, ja genau. Die will ich auch noch gerne sehen und fangen. Und Lapras, die, also Lapras macht schon und Kikli, das sind so die häufigsten. Zumindest bei mir. Könnt ihr mal ganz schreiben in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Ob da mehr Aerodactyl und Galaxo und sowas spawnt. Schlurp. Und Chanera. Chanera ist auch ziemlich häufig. Was, glaube ich, die meisten sehr freuen wird. So. Gleich haben wir's. Der knackt schon die 2000, oder? Also ich finde es immer traurig, wenn irgendwelche Max-Pokémon nicht mal die 2000 knacken. Ja. Das wird knapp. Dreimal geht, glaube ich, noch. Also jetzt zweimal. Ja, yeah. Der knackt nicht die 2000. 1970. 1984 oder was? 1984, Max Pantimos. Europas Regionales. Ja, das war's auf jeden Fall erstmal von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Welche Regionale habt ihr schon geschlüpft? Welche braucht ihr noch? Welchen Müll habt ihr geschlüpft? Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.